So, nach diesem einstündigen Schlaf geht's nun weiter. Dafür gab's dann auch ein Achievement. All die verqueren Sachen passieren immer dir. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen, es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Ich glaube, das haben wir schon gehört. Und Action. So, nach diesem einstündigen Schlaf hier auf der Couch neben diesem Roboter geht's dann endlich weiter. Es gab auch ein Achievement dazu. Lustigerweise. Das wusste ich allerdings, dass es dann ein Achievement gibt. Daher habe ich das auch gemacht. Und es war ziemlich entspannend. Und ziemlich einfach, das Achievement zu kriegen. Will ich da rein? Ja, doch. Notenblatt. Das ich allerdings nicht lesen kann. Aber wir können Speed 12 zeigen. Das ist morgen übermorgen. Das würde ich gerne mal auf Gitarre hören. Vielleicht können wir das ja irgendwann schaffen. Vielleicht finden wir jemanden, der Gitarre spielen kann. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Die Außenwelt, warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Trotzdem danke. Bestimmt schon ein paar Stellen verpasst, wo ich das machen konnte. Aber die Krallen müssen immer scharf bleiben. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Neue Erinnerung gefunden. Kann ich es probieren? Nun ja. Nee, lieber nicht. Irgendwelche Ramsticks mit einer Flüssigkeit. Aber sonst gibt's hier nichts mehr. War das beabsichtigt? Da gibt es bestimmt ein Achievement, wenn man alle einlocht. Oder was denkt ihr? Nicht? Okay, vielleicht hätte ich die Weiße nicht einlochen dürfen. Gut.
Da war ich wohl zu schnell. Jacob, Mitarbeiter des Monats September, Jahr 27. Willst du etwas? Ah, der Mythos des blauen Himmels, ein schönes Konzept. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Bar. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist da ganz oben. Halte auch schon nach einem orangefarbenen Neonschild. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Okay, mit dem kann ich gar nichts machen hier. Kühlschrank kann ich auch nicht. Ich frage mich halt echt, was ich alles machen kann. Haben wir jetzt hier schon alles entdeckt in dieser Bar oder nicht? Dem kann ich nichts machen. Da ist ein Schloss an der Tür. Könnte ich rüberspringen? Aber da nach oben geht's nicht. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zurg, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an. Aber lass dich nicht täuschen, diese Dinger knabbern sich durchs Metall. Sie sind furchterregend. Oh, ist das die Außenwelt, von der Momo ständig redet? Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Okay, wir können ziemlich weit hoch. So, da ist das Neonschild deshalb. Da gehen wir erst später hin. Ich möchte hier noch ein bisschen mehr erkunden. Tauschhändler Super Spirit Wäscherei. Da müssen wir bestimmt hin. Omas Kleidung. Elliot Programmierung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Super Spirit Wäscherei.
Nicht schon wieder, nee. Wieso habe ich das getan? Wieso? Die Störung ist wieder invertiert. Oh nee, Mann. Bitte sei nicht so kindisch, ich werde dir noch nicht wehtun. Hä, was sollte das jetzt? Ja, und dann können wir hoch. Hat der eine Gitarre? Ne, hat er nicht. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Willst du die Außenwelt? Na dann viel Glück, das wird so schnell nicht passieren. Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Er lacht, sie lacht, sorry. Ist ja eine Sie schließlich. Okay, da können wir nicht. Oh. Dieser Roboter sieht wütend aus. Vielleicht wegen mir. Bist du einer dieser... Einer dieser Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimer spielen? Hau ab mit der Farbe, ich bin es satt, wegen eurer Schweinerei meine Treppe zu putzen. Komm schon, lass mich hinein, bitte. Okay. Kommt bloß das Gleiche wieder hinaus. Oder hervor. Aber wir müssen da rein, das ist die Wäscherei. Okay, wieder ein Schild zum Übersetzen, aber das bringt mir gerade nichts. Kommen wir da anders hinein? Das sind die Kinder wahrscheinlich, die mit der Farbe spielen. Katzen können echt hochspringen. Oh shit. Ja gut. Zumindest ist die Tür jetzt offen. Bestimmt nicht leid. Okay, da oben ist ein Momo, wenn das ein Schild ist. Aber da möchte ich noch nicht hin. Diese Lichtkreise sind so schön. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages einen echten Himmel sehen. Die Außenwelt. Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Wir können uns ja auch hier hinlegen. Und eine Runde schlafen.
das Schnurren